Moin und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Nachdem wir ja letzte Woche schon etwas mit Pilzen gemacht haben, geht es heute mit Pilzen nahtlos weiter, denn wir machen einen richtig leckeren Jägerschnitzelburger. Und wenn du wissen möchtest, wie man den macht, bleibst du am besten dran und guckst das Video bis zum Schluss. Und wenn du keine neuen Folgen verpassen willst, dann klickst du am besten unten auf Abonnieren und abonnierst diesen Kanal. Aber erstmal beginnen wir jetzt mit unserem Jägerschnitzelburger. Und jetzt könnte man einen Schnitzel natürlich einfach aus Schweinerücken machen oder aus sonst irgendwas. Aber ich habe mir Secreto vom Schwein bestellt. Und dieses Secreto, das eignet sich ideal, um da auch Schnitzel rauszumachen. Die muss man nicht so ganz dünn kloppen. Die bleiben saftig, die haben ordentlich Fett drin. Das passt. Aber geklopft habe ich sie trotzdem. In Ermangelung eines Fleischplattierers haben wir einfach eine Pfanne genommen. Und danach wurde das Ganze gewürzt. Und zwar erstmal mit Salz und Pfeffer. Und um dem Ganzen ein bisschen, ja, so einen Schliff zu geben, hat mir der Daniel aus der Odenwälder Feuerküche den grünen Kobold mitgegeben. Du kannst aber auch im Zweifelsfall Majoran nehmen. Das passt im Zweifel sowieso zu allem. Nun bauen wir eine kleine Panierstraße auf und diese Panierstraße kommt als erstes Mehl, danach haben wir zwei Eier und ich möchte nicht mit ganz normalem Mehl panieren, sondern ich nehme Panko-Mehl. Panko-Mehl ist immer so ein bisschen feiner, weil es einfach knuspriger wird. In der asiatischen Küche kommt Panko-Mehl häufiger vor als in der deutschen, aber mittlerweile kriegt man das in jedem gut sortierten Supermarkt, deswegen einfach Panko-Mehl nehmen. Und in das Panko-Mehl kommt noch ein bisschen Limettenschale von einer Bio-Limette. Du kannst aber auch natürlich eine Bio-Zitrone nehmen. Überhaupt kein Problem. Das wird jetzt ein bisschen durchgerührt und dann ist unsere Panierstraße auch schon fertig. Und nun geht's los mit dem Panieren. Und dafür kommt das Schnitzel natürlich als allererstes in Mehl. Ja, jetzt könnte man mir natürlich vorwerfen, du hättest ja eine größere Schüssel nehmen können, da wäre das einfacher gegangen. Ja, hätte man machen können. Hatte ich aber nicht. Dementsprechend nehmen wir einfach die kleine Schüssel und behelfen uns halt so. Nachdem das Schnitzel mehliert wurde, wird es jetzt in Ei gewälzt. Ja, irgendwo muss die schöne, leckere, knusprige Panade ja auch dran haften. Dementsprechend nach dem Mehlieren kommt das Eieren. Du weißt, was ich meine. Und nachdem das Ganze im Ei war, kommt es jetzt, es war nicht in Ei war, sondern es war im Ei, kommt es jetzt in das Panko-Paniermehl. Und da kannst du ruhig ordentlich Panade drauf machen, ruhig alles ein bisschen andrücken, dann hält die Panade nämlich auf jeden Fall richtig schön am Fleisch. Und unsere Schnitzel, die sind jetzt paniert. Das Rezept reicht übrigens für 4 Burger aus. Und das genaue Rezept gibt es wie immer am Ende vom Video. Bereiten wir unsere Jägersoße zu. Und Jägersoße ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst einfach Mischpilze. Ist ja jetzt wieder Pilzzeit, gibt es in jedem gut sortierten Supermarkt. Oder du gehst mal selbst in den Wald und sammelst ein paar Pilze ein. Und dann werden die Pilze grob geschnitten. Die Champignons einfach in so Scheiben geschnitten. Die Seitlinge einfach grob gehackt. Und die Steinpilze in unserem Fall auch grob geschnitten. Das braucht auch nicht so fein sein. Wir möchten ja hinterher noch was vom Pilz sehen und natürlich auch auf dem Pilz rumkauen. Und wenn du hier übrigens keinen Burger rausmachen möchtest, dann hast du hier natürlich inkludiert direkt das Video für ein Jägerschnitzel mit passender Jägersoße. Und was wäre das hier für ein Kanal, wenn es nicht auch wieder eine rote Zwiebel geben würde? Und deswegen zeigt der Daniel aus der Odenwälder Feuerküche euch jetzt, wie man eine rote Zwiebel schneidet. Dafür einfach oben und unten die Zwiebel einschneiden, dann runterschneiden und nun kannst du feine Zwiebelwürfelchen runterhacken. Der Daniel macht jetzt noch ein paar Mittelschnitte und dann geht's einfach von oben nach unten runter und du hast feine Zwiebelwürfelchen. Das soll's auch schon gewesen sein mit der Vorbereitung für unser Jägerschnitzel. Denn nun geht's am Grill weiter und ja, wir braten wieder in Butterschmalz. Warum braten wir in Butterschmalz? Richtig, weil wir's können. Und deswegen wird ordentlich Butterschmalz in der Pfanne zerlassen. Nimm da auch wirklich ordentlich was an Schmalz. Das Schnitzel darf ruhig ein bisschen schwimmen. Das muss jetzt nicht unbedingt nur halb in der Pfanne sein oder anbacken oder sonst was, sondern da darf richtig Schmalz rein. Und dann geht's auch schon los mit dem
Schnitzel. Und das wird einfach in die Pfanne gelegt. Und nun kannst du warten, bis der Rand leicht braun wird. Denn wenn der Rand dann leicht braun ist, dann kannst du es auch schon drehen. Nimm dir dafür ein bisschen Zeit und das Öl bzw. Schmalz darf am Anfang auch ruhig ein bisschen heißer sein. Dadurch, dass du das kalte Schnitzel reingibst, geht die Temperatur natürlich auch runter. Das siehst du hier. Es blubbert dann nur noch ein bisschen vor sich hin. Und wenn der Rand braun ist, hast du eine goldbraune Kruste an deinem Schnitzel. Wenn das nicht großartig aussieht, dann weiß ich es ja auch nicht. Ich bin auf jeden Fall ein Riesenschnitzel-Fan. Wenn ihr auch Schnitzel-Fans seid, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare, was ihr gerne für Schnitzel esst. Denkt dran, ja, Zigeunerschnitzel nicht schreiben. Das geht nicht, weil wegen, das ist schlecht. Also schreibt mir einfach euer Lieblingsschnitzelrezept einfach unten in die Kommentare. So, und als nächstes werden wir jetzt das Bratfett natürlich auslassen, beziehungsweise weiterverwerten, und zwar mit der roten Zwiebel. Die wird in dem Schmalz angebraten. Und dann kommen unsere Pilze mit dazu. In dem Fall, wie gesagt, Steinpilze, Champignons und Seitlinge. Du kannst aber auch Pfifferlinge nehmen oder Butterpilze oder was auch immer dir gerade in den Sinn kommt und du im Wald findest. Ich persönlich bin kein Riesenpilzkenner, deswegen möchte ich dir jetzt auch keine Namen um die Ohren hauen oder sonst was. Aber meistens haben die ja lustige Namen wie, weiß ich nicht, Stumpfer Bumpfröhrling oder so. Naja, wie auch immer. Das Ganze wird durchgerührt und dann kommt da Mehl drauf, um da Bindung zu erreichen. Und natürlich Salz, Pfeffer und in unserem Fall ein wenig Thymian. Ja? Und dann, wenn das gewürzt ist, noch einmal ordentlich durchrühren und gleich ablöschen. Das Mehl, das dient übrigens dazu, dass wir halt eine schöne Bindung in unsere Soße reinbekommen. Viele machen ja eine Jägersoße mit Sahne, aber so kannst du das auch ohne Sahne machen, sondern einfach nur mit einem Schuss Brühe. Das sind jetzt ungefähr 50 bis 100 Milliliter. Nimm es nicht so genau. Im Zweifel, wenn es dir ein bisschen flüssig ist, lass es einfach einkochen. Nun die Schnitzel in den indirekten Bereich, den Deckel schließen und das Ganze noch nachgaren lassen. So 10 Minütchen, Viertelstunde. Und dann geht's an den Burger. Und nun geht es schon daran, den Burger zusammenzubauen. Ich habe hier eine Unterseite von dem Burgerbrötchen. Das sind übrigens Brioche Burger Buns. Muss man mal gucken, gibt es in jedem gut sortierten Supermarkt. Und da kommt erstmal Angebersalat drauf und anschließend ein ordentlicher Klecks Mayo. Warum kommt da jetzt Mayo drauf, wenn wir doch schon die Jägersoße haben? Ganz einfach, weil es passt. Und hier siehst du das Schnitzel super saftig, ganz leicht rosa noch im Kern. Das kann man schon schön machen. Nun das Schnitzel bzw. das halbe Schnitzel oben drauf packen und dann ordentlich was von unseren Pilzen bzw. der Jägersoße. Mehr braucht's da auch nicht. Du brauchst auf gar keinen Fall Käse oder sonst irgendwas. So ist der Burger wirklich perfekt. Und nun lassen wir es uns schmecken. Und dieser Burger, der war einfach unfassbar großartig. Ich werde das Rezept auch nochmal ohne Burger machen, sondern einfach nur als Jägerschnitzel. Ich kann dir versprechen, es ist wirklich super. Und wenn du Rezepte für deinen Dutch Oven suchst, dann kann ich dir unser Buch Dutch Oven ans Herz legen. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und nun bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen, würde mich über einen wohlwollenden Kommentar, ein Abo und auch sonst was freuen. Bis nächste Woche. Vielen Dank, dass du da warst. Mach's gut. Tschüss.